Der Gewinner ist Michael Hellwig, zieht den Umschlag. Es hat gewonnen die Lufthansa. Sind Sie Klaus Heidi? Herzlichen Glückwunsch! Aus der Begründung der Jury, um schwedische Kunden zu gewinnen, forderte Lufthansa die Schweden auf, sich in Klaus Heidi umzubenennen. Es winkte ein Leben in Berlin inklusive Wohnung. Die Kampagne führte zu 42 Namensänderungen und erreichte 240 Millionen Impressions in 30 Ländern der Welt. Herzlichen Glückwunsch! So, wo sind sie, unsere Lufthansa-Arten? Ja, bitte auf die Bühne! Toll habt ihr das gemacht. Wer ist auf die Idee gekommen mit Klaus Heidi? Das war eigentlich basierend auf einem Brief, was wir an unsere tolle Agentur DDB weitergegeben haben. Also ich würde sagen, Lufthansa in Zusammenarbeit mit DDB Stockholm. Und nächstes Jahr dann Dänemark, Finnland und Norwegen. Skandinavien wird systematisch aufgerollt? Ja klar, wir bauen dann einen ganzen WG hier in Kreuzberg auf. Noch mehr Skandinavier in Berlin. Da freuen wir uns sehr. Ganz herzlichen Glückwunsch. Das war der erste Preis. Hier ist unsere Fotoposition. Genau, hier bitte hinstellen.